Willkommen zurück zu Pokémon Schild, die Schneelande der Krone. Ich bin ja gerade mitten auf dem Weg zur Regirock, den letzten, die ich noch nicht gezeigt habe. Ich bin nämlich gerade in der Nähe vom Friedhof. Und hier irgendwo müsste es das geben. Ich kann euch mal kurz zeigen, was ich meine. Hier irgendwo bin ich gerade. Und soweit ich weiß, gibt es hier bei dem Eingang irgendwo. So, und das suchen wir gerade. Kann sein, dass es hier ist. Kann sein, dass es nicht hier ist. Aber ich würde hier gerne mal lang. Und ja, es ist hier. Alles klar. Okay. Hier ist noch ein Item. So, und ich zeige euch hier auch mal wieder, wie man dort reinkommt. Noch werde ich ihn aber noch nicht fangen. Ihr wisst das ja. Und man kann alle Regis auch besiegen und flüchten. Die werden immer wieder respawnen, bis man sie halt gefangen hat. Und was muss man hier machen? Lass das erste Pokémon einen Stein tragen, der es unverändert macht. Ein Ewigstein. Das ist das erste, was mir einfällt. Unverändert macht. Ja, Ewigstein, oder nicht? Jetzt muss ich aber hier überall suchen nach einem Ewigstein. Falls es überhaupt richtig ist, aber ich denke mal. Weil die, mir wurde gesagt, die Rätsel sollen so richtig einfach sein. Und einfach, ja, hier Ewigstein. Zack, halt mal den Ewigstein. So, und jetzt? Ja, das war's. Ziemlich einfach. Okay, so. Ich würde gerne das Item wieder an mich nehmen, wenn das okay ist. Ich will das nicht, dass er das trägt. Item in den Beutel stecken. Alles klar. Und nun genießen wir die Omega Rubin Alpha Saphir Musik. So schön. Und so sieht aus! Kann man auch schön shiny haben, wenn man Bock hat. Ach stimmt, ich kann damit Lasche King gar nicht richtig fliehen. Dauert irgendwie dreimal oder so. So, und damit wisst ihr das hier auch Bescheid. So, ich kann jetzt einfach nochmal das machen. Zack, zack, zack und zack. Okay. Ich kann auch wieder zack. So, ich troll ihn ein bisschen. Okay. Und nun machen wir das, was wir eigentlich machen sollen. Denn wenn wir mal X drücken, begib dich zum Kronentempel, wo Korunzpa dich bereits erwartet. Das sollen wir machen. Aber ich habe gerade nicht genug Bälle. Deshalb würde ich gerne erstmal kurz Bälle kaufen. Ich kaufe mal ganz kurz Bälle. Denn wir werden jetzt Korunzpa fangen. Ich glaube, das kann sich jetzt in diesem Zeitpunkt jeder denken. Also es ist kein großer Spoiler. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Spoiler ist für euch. Dass man ihn jetzt fangen kann. So. Und dazu hole ich mir natürlich 943 Hyperbälle? Nein, natürlich nicht so viele. Man kann doch einfach nach rechts drücken. Dann geht man ganz weit nach oben. Mit den Zahlen kann man ganz hohe Zahlen erreichen. Machen mal so. Lalam! 40 Premierbälle einfach geschenkt bekommen. Das ist nett. Tränke. Weiß nicht, ob wir welche brauchen. Nehmen wir einfach mit. Wir sind steinreich. Wir könnten sogar noch mehr Geld holen, wenn wir Bock hätten. Also, was ist das denn hier für ein Zögern? Wer braucht denn hier Zögern? Ich nicht. Ich kaufe so viel ich will. Ich denke, 200 Hyperbälle reichen für Korunzpa, oder? Was meint ihr? Wir werden es versuchen. Natürlich erst echt mal auch saven, dass wir noch genug Versuche haben. So, direkt hier unten. Da ist er. Die tippen uns dorthin. Und Katzin? Direkt? Nein, noch nicht. Okay, dann kann ich ja noch mal speichern. Und ich werde tatsächlich doch erstmal Kursi nach vorne tun, glaube ich. Obwohl.
Ja doch, Kursi. Ist eh am meisten gelevelt aus Versehen, ups. Komm schon, Kursi, wir kriegen das hin. Er erwartet uns. Ich habe dich schon sehnsüchtig erwartet, Menschenkind. Der Kronentempel diente mir einst als mein Zuhause. Phantoros hat sich wohl just hier niedergelassen, um mich für meine verlorenen Kräfte zu... Warte, wohl just hier niedergelassen? Warte, was? Ist das ein Fehler? Zu verhöhnen. Oh, die Zügel des Bundes, du hast sie mir wahrhaftig gebracht. Ich danke dir von Herzen. Ach, dieses Gefühl, sie in Händen zu halten, die Farbe und dieser edle Glanz. Die Erinnerungen sind so frisch wie am ersten Tag. Phantoros ist ein sehr stolzes Pokémon, manche würden es vielleicht sogar arrogant nennen. Es wird mich erst dann wieder als seinen Herrn akzeptieren, wenn ich den Beweis erbringe, dass meine Kraft die seine übersteigt. Ich muss ehrlich sagen, Kronos war, als es am Anfang revealed wurde, ganz am Anfang vom ersten DLC, fand ich es echt kacke, weil das Design richtig kacke fand. Aber jetzt irgendwie ist es mir so irgendwie so ein bisschen sympathisch geworden. Ich weiß auch nicht wieso. Ich werde die Zügel des Bundes dazu nutzen, ihm meine Kraft direkt zu übermitteln. Dann, so hoffe ich, wird es sich mir endlich wieder gewogen zeigen. Wohlan, Menschenkind. Es ist an der Zeit, mein treues Ross herzulocken. Lege hierzu die Phantomkarotte in den Korb, der sich in seiner Schlafstätte befindet. Das werden wir tun. Aber erstmal speichern. Möchtest du die Phantomkarotte in den Korb legen? Nö. Natürlich! Lecker. Jo, schmeckt? Es ist soweit, Menschenkind. Allerdings hast du mein treues Ross bereits einmal im Kampf bezwungen. Es nähert sich niemandem freiwillig, den es für eine Bedrohung hält. Deshalb müssen wir uns verstecken und ausharren, bis es zurückkehrt. Okay, wenn du meinst. Dann verstecken wir uns. Wird es kommen? Bestimmt. Da ist es. Phantoros. Emo. Galoppa. Oh Fusion! So wie bei Kyurem und Necrozma! Nice! Der Hirsch! Mein Corona-Hirsch! Reitet nun mein Emo-Galopper! Woo! Oh Mann! Aber es sieht nice aus, muss ich sagen. Am Anfang dachte ich mir so, was ist das für, was, wie albern ist das, wie dumm. Aber jetzt denke ich mir, ist eigentlich schon irgendwie cool. Was zum Henker? Peony sagt das. Mensch, was für eine Riesenrübe! Und es reitet auf etwas? Nospa, Koro, Ronos, Ospa. Wow, der Riesenschädel kann ja sprechen! Koro, Nospa. Hä? Was willst du? Nospa, Koro, Koronos. Huch, echt? Tja, ich verstehe kein Wort, aber wenn du meinst. Moment mal, was war. Oh nein, nicht schon wieder.
Menschenkind, dank deiner Hilfe ist mein treues Ross wieder zu mir zurückgekehrt. Endlich habe ich meine alte Stärke zurückgewonnen. Ich war überzeugt davon, dass die Menschen ihren Glauben an mich verloren hatten. Mein treues Ross hatte mich ebenfalls verlassen. Bald schon war ich in den Abgründen trostloser Einsamkeit gefangen. Doch du hast mich errettet. Worte reichen nicht annähernd aus, um dir das Ausmaß meiner Dankbarkeit zu zeigen. Deshalb würde ich dir gerne einen Vorschlag unterbreiten. Sollte es dir gelingen, mich in meiner jetzigen Verfassung zu fangen, so werde ich deine Stärke anerkennen und dir auf deinem Abenteuer zur Seite stehen. Stell dich mir, sobald du dich bereit fühlst. Ah, doch zuvor noch eine Sache. Ich sollte diesen Mann dorthin zurückbringen, wo ich ihn gefunden habe. Schließlich wäre es recht herzlos, ihn hier unter freiem Himmel schutzlos der Kälte auszusetzen. Also wenn du dich so langsam bewegst, aber das ein bisschen. Und jetzt können wir gegen ihn kämpfen? Aber wenn wir ihn fangen, wer macht dann die Ernte? Well, I don't care. Aber schaut euch das Pokémon mal an. Seht ihr die Beine? Die sind einfach abgetrennt. Das ist ein Geist, ne? Wie es mich anguckt. Okay, let's go. Nonospa, Koronos! Oh yeah! Koronospa! Koronospa erscheint! Oh yeah! Koronospa! Level 80! Oh, die Musik ist nice! Initiative, wir will schnell sein, okay. Oh, fuck! Warte, was passiert jetzt? Oh nein! Yay! Was? Das wollte ich nicht. Kokoro, Nonospa! Oh, okay, kann man immer wieder machen, na dann. Ich hab schon Angst gehabt. Aber soweit ich weiß, ist das hier Shiny Locked. Bin mir 100% sicher, aber versucht es nicht zu Shiny hunten. Ich glaube nämlich nicht, dass man das hier Shiny kriegt. Ist unwahrscheinlich. Shiny Formen sind eh nicht cool. Außer von Phantoros selbst, alleine. Aber ansonsten. Als ob ich dem einfach Wounded mach. Reitgespann. Verfügt über zwei Fähigkeiten. Anspannung. Stell dir vor, ihr habt zwei Fähigkeiten. Eisstrahl! Och, Gigasauger! Oh, erste Runde, Quickball. Hab ich ganz vergessen gerade. Wollte ich eigentlich machen. Muschelglocke. Wirkt. Ein Eisstrahl noch, sollte überleben. Die Musik ist aber richtig nice. Oh! Shit! Oh ja, natürlich. Dunkles Viren. Oh, it's showtime again? Ja, Intellion. It's time to die. Nein, nein, nicht killen, nicht killen. Was? Nein, Intellion, du sollst dich killen. Und ich hab dich killen lassen, pass auf! Ich hab doch gesagt, pass auf! Ja, zu spät, Bro! Tschüss. Scheiße, ja. Fuck. Fliehen? Nochmal von vorne. Ist nicht gut gelaufen. Cool. Scheiße. Okay, nochmal voll healen. Gut, dass ich ganz viele Items gekauft habe. Die brauche ich. Einfach verschwende, übertränke, ist mir so egal. Zack. Okay. Versuchen wir es nochmal.
Vor allem, warum wird man hier nochmal gefragt, wenn ich mit dem Ding rede? Ja, natürlich will ich mit dem Kampf anfangen. Warum werde ich dann nochmal gefragt? Willst du mit dem Kampf anfangen? Als ob ich so sage, nein, ich hab's ja voll gespeichert und voll gehealt. Nee, ich glaube, ich will doch nicht. Okay. Das wird schwer. Ach, warum immer das hier? Der sagt doch eh nichts Richtiges. Ist doch egal. Ja, zwei Fähigkeiten. Aha, keine Bären, ja, bla bla. Es friert eventuell ein, wenn ich Glück habe. Das ist sehr, sehr gut, wenn das passiert. Psychokinese? Ich weiß, dass du Geist-Psycho bist, aber das kam jetzt aus dem Nichts ein bisschen. Du siehst echt nice. Also ich mag den Theme. Oh nein, die Astral-Attacke. Das ist seine Signature-Attacke, ne? Ach, scheiße. Obwohl, vielleicht wäre ich langsamer. Und jetzt pusht, das ist das Blöde. Der pusht sich dann immer. Oh. Boy. Blütenwirbel, maybe? Kannst du mal versuchen. Ansonsten Egel. Na, ich weiß nicht, ob ich Egel gesagt versuchen will. Als ob das One-Hit. Ich habe so viel gelevelt extra für diesen Kampf. Und dann trotzdem One-Hits. Das Ding ist stark. Das Ding ist zu stark. Das könnte gegen Seichern dann treten, oder? Ja, Laschogier wird auch nichts bringen. Pikachu. Los, Pika, Pika. Ich habe sonst eh nichts in der Folge vor, außer das Ding zu fangen. Als nächstes würde ich sowieso dann zu Sanya gehen. Ich bin One-Hit. Wie bitte? Wieso bin ich One-Hit? Das ist ja wie bei... Das ist jetzt nicht okay. Was sind denn für Bälle? Bälle sind gut. Finster? Nee. Meisterball? Ich weiß nicht, welchen Meisterball benutzen. Das wird nicht reichen, oder? Ein Wackler höchstens. Nicht mal, ja. Ich kann aber auch nicht angreifen. Ich bin instant tot, wenn er mich angreift. Siehst du? Ich bin instant tot. Und dann kriegt er noch Push. Das bringt nichts. Deshalb kann man noch fliehen wahrscheinlich. Das macht keinen Sinn. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Was mache ich denn falsch? Ich muss überlegen, was will ich denn machen? Vielleicht irgendwie erstmal... paralysieren im Schlaf oder irgendwie sowas? So ein Effekt? Kann irgendwer irgendwelche Effekte, Schadenseffekte zufügen? Ich glaube nicht. Müsste ich vielleicht ein anderes Pokémon ins Team kurz nehmen. Pikachu kann das nicht, ne? Nope. Okay, PC-Boxen. Was mache ich denn dann dagegen? Ja, ich habe ein paar Raids gemacht, wie man sehen kann. Ja, die können alle nichts. Wie mache ich denn einen Status... Mit wem mache ich einen Status-Effekt, ist das Ding? Kann einer von meinen vorherigen... Kann Zeraora irgendwas Besonderes Gutes? Nee. Aber ich könnte ihn theoretisch einmal reintun. Vielleicht schon hilfreich.
Der kann auch vergiften, oder? Gift, Bro, wenn ich vergiften kann, wir müssen. Glaub nicht. RIP. Dann, Schlapfel auch nicht. Oder Uso? Uso ist ziemlich gut. Könnte zumindest ein bisschen Damage machen, dass das Ding. Gott, die Reihenfolge, die ich jetzt gerade hier habe, Alter. Oh Gott. Silenprim? Silenprim hat eine Unlichtattacke. Das könnte sehr nützlich sein. Zwolok tankt, aber ist so underleveled. Ich merke gerade, Silenprim ist auch viel zu underleveled, das bringt nichts. Nee, das bringt nichts. Bring mal einen Talion auch wieder zurück. Scheiße. Versuch's vielleicht mal so. Ich habe jetzt nur 5 Pokémon, aber es geht ja mehr darum, welche Pokémon ich jetzt habe und nicht wie viele. So, der Aura Level 20 über als mein Gegner. Dann kann ich ja schon mal ein bisschen Damage machen, so. Ja, ja, halt sie, Level hier. Aha. Ja, zu viel Damage auch nicht. Plasmafeuer, ist das zu viel? Nein, es geht. Das geht. Das geht voll klar. Und dann tanke ich alles, oder? Tanke ich alles? Ich tanke ziemlich gut, auf jeden Fall. Luxusball, Allesball, Wilderball, Levelball. Ich habe alle Bälle nur einmal, das bringt dann auch nichts, die dann die ganze Zeit zu schmeißen. Mach einfach Hyperbälle! Ich glaube, Hyperbälle machen am meisten Sinn. Nicht einmal? Ach, scheiße, das wird schwer. Was hat das denn hier für eine Catchrate? Ich überlebe's. Ich heile mich mal lieber. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Scheiße. Was? Oh, scheiße. Ich hab Hypertrank benutzt und nicht Toptrank. Ich hab's nicht gesehen. Scheiße, Runde verschwendet. Ich habe auch ein kleines Zeitlimit. Ich habe nicht unendlich Speicherplatz. Ich will ja ganz viel aufnehmen für die Tage, ja. Damit ich schon viel Gameplay die nächste Zeit habe. So. Kann jetzt auch nicht so viele Fehler machen. Ich versuche mal einen Ball zu werfen. Nicht einmal! Aber was mache ich denn genau falsch? Was? Ich habe nicht so viele Top-Tränke. Ich habe Hyper. Oh, fuck. Warum machen Hyper-Tränke auch nicht mehr so viel wie früher? Voll der Bullshit. Ja, halt. Ja, mach den Safe-Switch. Eins.
Okay, einmal. Wir kommen weiter. Einmal. Warte, ich überleb's. Dann mach ich doch nochmal Top-Traum. Die meisten haben wahrscheinlich eh schon alles Level 100. Ich nur nicht, weil ich das Spiel nicht wirklich spiele. Versuch mal Feuerfeger, dass es nicht so viel Damage macht. Er hält sich ja sowieso gerade bei mir. An mich. Von daher. Nochmal Feuerfeger. Ja, genau. Sowas wollte ich sehen, solche Resultate. Nochmal Hypertrank, würde ich voll bin. Und dann nochmal Bälle werfen, würde ich sagen. Na, mach Gigasauger. War klar, dass er Gigasauger macht, ganz ehrlich. Ich hoffe aber, er kommt nicht aus dem roten Bereich raus, aber wird er, oder? War klar, scheiße. Trotzdem schmeiß ich Ball. Der Fiem ist nice. Okay, nur einmal. Wenn er sich genug geheilt hat, kann ich ihn noch richtig weit runterkriegen. Das ist das Nice. Ich verschwende jetzt meine Top-Tränke, halt. Ich muss es jetzt sowieso erstmal üben, die Dinger zu fangen. Wenn ich jetzt meinen Meisterball schmeiße, dann werde ich später bestimmt noch bereuen. Wir müssten nämlich noch Arctos, Lavados, Zapdos fangen. Regirock, Registeel, Regice, Regieleki, Regidrago, whatever, ne? Wir müssen die alle noch fangen. Das sind alles Legis, die wir fangen müssen. Im Let's Play. Und deshalb müssen wir sowieso jetzt ein bisschen ausprobieren. Yes! Woo! Aus dem Nichts! Nice! Yes! 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 Geyser-Pokémon! Mit seiner Kraft, alles von der Vergangenheit bis zur Zukunft zu sehen, soll es die Bewohner eines Waldes vor einem Meteoriten bewahrt haben. Krass. Koronuspa. Namen geben. So, das wollte ich schon die ganze Zeit ausprobieren. Ist das ein geblocktes Wort? Wir werden es jetzt herausfinden! Nein, es ist nicht! Geil! Ich hab Corona! Also jetzt nicht Little nehmen, ne? Menschenkind! Nein, lass mich dich bei deinem richtigen Namen nennen. Maike. Ja? Ich blicke unserer gemeinsamen Zeit mit Freude entgegen. Hallo, bist du das, Expeditionsleiterin? Hier spricht Peony. Ich hatte gerade einen total abgefahrenen Traum. Ich war in so einem seltsamen Tempel und dieses Pokémon mit einem riesen Schädel war auch da. Und dann hat es auch noch angefangen zu sprechen. Du kamst übrigens auch in dem Traum vor. Das wirkte alles so real, echt gruselig. Jedenfalls habe ich mir Sorgen um dich gemacht und dachte, ich ruf mal an. Bei dir alles in Ordnung? Ja, du steckst nicht in irgendwelche Schwierigkeiten oder so. Also unter Kontrolle. Puh, da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Hab mir wohl umsonst morgen gemacht. Haha, hier im Peony-Expeditionstrupp geht die Sicherheit der Mitglieder schließlich über alles. In diesem Sinne, komm mir ja gesund und in einem Stück wieder zurück. Hörst du? Jeder weiß, eine Expedition endet erst dann, wenn man wieder in der Basis chillen kann. Tahaha. Die neuen Zügel des Bundes verhalfen dem König der reichen Ernte dazu, sich wieder mit seinem treuen Ross zu verbinden und neues Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Zum Dank dafür, dass ich ihm bei der Rückgewinnung seiner Stärke geholfen habe, will es mich ab jetzt auf meinem Abenteuer begleiten. Erstattet Peony Bericht. Alles klar. Es ist ein Team, es ist ein Team. Alter, wie groß bitte das Sprite von Corona. Oh, darf ich das Wort überhaupt sagen? Ach, scheiß drauf. Scheiß doch drauf, ey. Ob ich sagen darf oder nicht. Ja, keine Ahnung. So, was hab ich denn hier bitte gemacht? Ich hab Blödsinn gemacht mit einer Einordnung. Naja, ist auch egal. Das können alle gerne raus. So, nur die drei sollen drinnen. Das sind nämlich meine neuen Teammates. So, Corona soll mir folgen.
Als ob das wirklich geht, ey, wie cool. Hat das jetzt gegessen? Ja, hat gegessen. Lecker, oder? Das freut mich doch. Die Arbeit war nicht umsonst. So, und dann jetzt noch Bericht erstatten, ne? Habe ich nicht recht? Das sieht cool aus, irgendwie. Hat was. So. Was gibt's hier? Oh! Das mache ich mal eben. Ein erfolgreicher Raid später. Ich habe nun einen Wheely gefangen in dem Raid. Also ich muss sagen, Raids sind schon nicht schlecht. Oh Gott, zu viele Spiele auf einmal. Bitte wieder auf lokal machen. Ich mag das nicht, das Spiel lag viel zu sehr, wenn man auf online macht. Wenn das Spiel dann so tut, als wäre es ein MMO. Das ist nicht gut. Okay. So. Bericht erstatten. Right. Let's go. Was machen wir? Er ist bestimmt hier drin. Ja. Ah, ich bin die Tunnelseiterin. Na, wir gehen die Erkundungen voran. Ja, die drei Quests, die wir machen. Das hier. Koronospa. Was sagst du da? Du hast das legendäre Pokémon Koronospa gefangen? Super nice. Los, ich will deinen Bericht hören. Der Kopf ist ja gigantisch! Ist das etwa der König der reichen Ernte? Der große Obermacker? Seltsam, irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich das Kerlchen nicht zum ersten Mal sehen. Jedenfalls wirkt es ziemlich eindrucksvoll, wie es so majestätisch auf diesen Bogen reitet. Und sein gewaltiger Schädel hat in der Tat etwas von einer Krone. Wenn das kein stattlicher König ist, dann weiß ich auch nicht. Diese Expedition kannst du als Erfolg buchen. Damit hast du mir alles zum König der reichen Ernte aus Legenden Notiz 1 berichtet. Nice! Dann vermerke ich diese Expedition gleich mal als erledigt. Die neuen Zügel. Ah. Yay! Gibt's sonst noch irgendwelche Legenden, von denen du berichten willst? Ja, als nächstes soll man Giganten machen, aber ganz ehrlich, ich mache als nächstes die Vögel. Denn ich möchte als nächstes die Vögel machen und dann die Giganten. Alright. Und nun, nächste Folge, werden wir Vögel jagen gehen. Überall rund um Gala. Ich muss jetzt nur erstmal herausfinden, wo die letzten Fußabdrücke sind. Ob die hier sind oder woanders. Aber ich glaube, hier sind sie nicht, oder? Ich weiß es halt nicht mehr, das ist das Problem. Sind sie noch hier oder sind sie an einem anderen Ort? Ich würde einfach sagen, das finden wir gemeinsam in der nächsten Folge noch heraus. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein! Und natürlich muss ich jetzt hier vor dem Tempel aufhören. Bye, bye!